Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Chrono Trigger. Endlich geht es los. Heute die erste Folge des neuen Let's Plays. Wie ich im Trailer erwähnt habe, spiele ich das Ganze blind, bis halt auf dem ersten Kapitel, welches ich schon gespielt habe. Aber ich denke mal, dieses erste Kapitel wird ja wohl nur ein Bruchstück des kompletten Spiels sein. Deswegen erlaube ich mir einfach die Bezeichnung blind dazu zu sagen, da ich von dem Spiel vorher auch nichts gehört hatte. Ich habe selber eher gegoogelt, habe mal geguckt, so hier rollenspielmäßig, was könnte man da mal machen, und da ist mir halt Chrono Trigger ins Auge gefallen. Final Fantasy hätte ich auch machen können. Wie gesagt, die komplette Serie von Final Fantasy kenne ich auch nur rudimentär. Das heißt, ich kenne den Namen und ich weiß, dass es da mehr als 10 Teile gibt. Mehr weiß ich davon nicht. Jetzt werden einige vorm Computer sitzen und denken, mein Gott, der weiß ja gar nichts. Nö, was hier Rollenspiele und Konsolenspiele und so angeht, weiß ich wirklich nicht sehr viel. Aber das soll sich jetzt ändern und mit Chrono Trigger hier machen wir den Anfang. Und ich stehe direkt schon vor meiner ersten Aufgabe, hier Kampfart, aktiv oder warten. Aktiv sagt er mir, Gegner greifen zu jeder möglichen Zeit an. Warten, sagt er mir, du hast genug Zeit, Objekte zu wählen und zu überlegen. Klingt für mich als Anfänger jetzt erstmal ganz gut, deswegen werde ich das auch nehmen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was da der Unterschied ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, es ist blind. Ich habe vorhin noch nie ein Konsolen-Rollenspiel gespielt, zumindest nicht in der Art und in der Ausgiebigkeit, wie ich es jetzt vorhabe. Wow. Nehmen wir das einfach mal. So, bei dem Namen bleiben wir natürlich. Wir sind und bleiben Chrono. So habe ich das zumindest verstanden. Ein kleiner Junge aus, ich weiß nicht woher, aus Gardia, so heißt glaube ich das Königreich. Also ihr werdet mich schön failen sehen in diesem Spiel, vermute ich mal. Und das über viele, viele Folgen. Naja, vielleicht macht es euch trotzdem Spaß. Wir werden es sehen. Ja, das scheint ja ein richtiges Fest zu sein, mein lieber Mann. Chrono! Chrono! Guten Morgen, Chrono! Nun steh schon auf! Hopp, hopp! Ah, Lelas Glocke macht so schöne Musik! Du konntest vor Aufregung über die heutige Jahrtausendfeier sicher kaum schlafen, nicht wahr? Ich möchte, dass du dich benimmst! Du könntest aufstehen. Ja, aufstehen. Eins meiner Lieblingshobbys. Mag ich überhaupt nicht. Ja, das sind dann wir, Chrono. Und jetzt können wir zum ersten Mal frei rumlaufen. Wahrscheinlich werde ich jetzt direkt hier im ersten Raum was übersehen. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. Gehen wir mal die Treppe runter. Vielleicht gibt es ja ein bisschen was zu frühstücken. Endlich. Ach ja, diese Freundin von dir. Wie heißt sie noch gleich? Ich hab's vergessen. Ja, das ist anscheinend Luca. Könnten wir jetzt auch umbenennen? Bleiben wir bei. Unsere Freundin heißt Luca. Ach ja, Luca. Denk dran, sie möchte dir ihre neueste Erfindung zeigen. Das geht böse aus, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Jetzt geh, aber sei zum Abendessen zurück. Hey, gibt's ja kein Frühstück? Mama, ich hab Hunger. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Hallo, Kätzchen. Oh, wie süß. Da miautzte. Damit nehmen können wir sie auch nicht. Oh, fast hätte ich dein Taschengeld vergessen. Viel Spaß auf dem Fest. 200 G erhalten. Ja, super. Ja, dann wollen wir mal los. Das hier ist dann wohl die Übersichtskarte von, ja, Gardia? Und wir werden es noch rausfinden. Ja, ich bewege mich ja schon. Ich sehe dich. Wohnhaus. Gehen wir mal da rein. Diese Göre Luca sagt, sie hat die Erfindung ihres Lebens gemacht. Ey, ist meine Freundin. Ich könnte schreien vor Glück. Danke fürs Gespräch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt hier noch was machen kann, bevor man aufs Fest geht, oder ob man direkt aufs Fest gehen sollte. Ja. Was ist das hier? Besucht unseren Stand auf Lenas Platz. Okay. Die Friedensstube. Hört sich schon mal ganz gut an. Eine Kneipe.
Da bin ich immer richtig. Hallo. Hey, du, komm her. Willkommen, nimm dir Zeit. Ich bediene dich ohnehin lieber, als zum Fest zu gehen. Okay. Schon auf dem Fest gewesen? Nein. Dann nichts wie hin. Die nächste Jahrtausendfeier findet erst in 1000 Jahren statt. Wow, das muss der Dorftrottel sein. Eine Nacht kostet 10 G. Bleiben? Nein, ich wohne direkt gegenüber. Aber danke fürs Angebot. G sind, denke ich mal, Gold, oder? Wie ist die Währung hier? Werden wir auch noch rausfinden. Kaufst du etwas? Ja klar, was kann man denn hier kaufen? Danke, ich spiele dir ein Lied. Hä? Würfel, hä? Wieso spielt er mir jetzt ein Lied? Und habe ich dafür Geld bezahlt? Mal ins Inventar gehen. Ach ne, das ist der Pause-Klopf. Inventar. Hallo, Inventar. Ich kann nicht ins Inventar gehen? Ist ja super. Oder? Ach doch, hier. Guck mal einer an. Ja, das ist auch so eine Sache. Da muss ich mich auch noch erst durchfuchsen, was genau ich hier sehe. Hier oben, das sind natürlich dann meine Lebenspunkte, meine Magiepunkte und so. Angriff 8, Verteidigung 16, Stufe 1. Soweit ist das alles ganz klar. Jetzt habe ich noch 590 Gold. Das sehe ich unten links. Ist doch so, oder? Klicken wir das einfach mal an. Hier kann man die Waffen auswählen und die Rüstung, Stirnband, ja, als Zusatz wird sie auch neu ergeben, was man damit alles machen kann. Dadurch werden sich dann natürlich die Werte erhöhen dementsprechend. Soweit ist das auch klar. Es ist ja nicht so, dass ich zum ersten Mal ein Rollenspiel spiele. Wie gesagt, hier dieses Chrono-Trigger im Speziellen spiele ich jetzt halt zum allerersten Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das zweite Kapitel erreicht habe mit meiner Unwissenheit. Wahrscheinlich nur durch pures Glück. Nee. So, was können wir noch machen? Hier gibt's Objekte, davon haben wir wohl im Moment gar keine. Ja, was das hier ist, da sollte ich vielleicht auch nochmal ins Handbuch reinschauen. Ich werde es rausfinden, bis zur spätestens 25. Folge werde ich das rausbekommen haben. dürft ihr mir auch gerne sagen, was ich so falsch mache, ja? Also, da keine Hemmungen, bitte. Wenn es geht, nicht unbedingt für die Story spoilern, aber so Tipps und so, falls ich mal wirklich irgendetwas Offensichtliches übersehe, ruhig schreiben und sagen, hier Junge, mach nicht so einen Unsinn. Weißt du noch das Erdbeben von neulich? Nein. Nein? Lebst du hinterm Mond? Naja. Super, danke fürs Gespräch. Was können wir hier machen? Diese Kiste ist seit Generationen in der Familie. Öffnet sie und ihr Inhalt gehört euch. Durch geheimnisvolle Kraft versiegelt. Achso, durch geheimnisvolle Kraft versiegelt. Ja, gut. Wollte auch nicht direkt hier mit dem Diebstahl mein Spiel anfangen. Gut. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Was haben wir hier unten? Hier ist auch noch so ein grünes Haus. Ich vermute mal, die grünen Häuser kann man betreten. Gutsherrenhaus. Hallo. Hi. Kennst du unsere Einrichtung bereits? Nein. Dies ist ihr örtliches Ausbildungszentrum. Es ist eine Art Workshop für Anfänger. Was du hier findest, gehört dir. Ja, cool. Ich mach direkt mal die Blume hier am Eingang mit. Ah, brauchen wir nicht. Seminar über Waffen und Objekte? Ja. Schwerter, Bogen und Pistolen sind Waffen. Manche können nur von bestimmten Personen benutzt werden. Es gibt verschiedene Rüstungen für Kopf und Körper. Außerdem gibt es Zusätze mit speziellen Effekten. Je mehr Attacke du hast, desto mehr Schaden bewirkt dein Schwert. Bogen und Pistolen werden durch höhere Treffer reagieren. Blablabla. Ja, soweit auch alles klar. Gucken wir mal hier rein. Ein Tonic erhalten. Tonic Water? Stehen bleiben. Du kannst während Dialogen herumlaufen. Gehst du allerdings zu weit, brechen sie ab. Okay. Und du bist? Kennst du Unterkünfte? Die sind sehr praktisch. Nein. Jetzt auch mal erklären. Eine Unterkunft kann auf der Weltkarte und an Speicherorten aller LP und MP wiederherstellen. Okay. Eine Unterkunft kann auf der Weltkarte und an Speicherorten alle LP und MP wiederherstellen. Okay. Er hier sieht aus wie ein Zauberer. Speicherorte. Safe. In Anführungsstrichen, sind auf der ganzen Welt verstreut. Speichere, wann immer möglich, vor allem an gefährlichen Orten.
Ja. Und diese Speicherorte sind hoffentlich auch offensichtlich, so dass selbst ich die erkenne? Möchte ich doch mal hoffen. Ja, was ist denn hier los? Ich bringe dir alles über Text bei. Gern. Was jetzt? Im Kampf kann jeder Angriff verschieden wirken. Okay. Zum einen schaden manchen Angriffe mehr als nur einem Gegner. Okay. Ziehst du zum Beispiel auf dieses Wesen, so triffst du auch ein anderes Monster in der Nähe. Okay. Wie siehst du jedoch dieses an, so triffst du alle drei. Nutze das möglichst oft aus. Okay. Flächenschaden praktisch. Mhm. Verstanden. Außerdem kannst du Gegner in direkter Sichtlinie treffen. Okay, ja, diagonal. Okay, das macht auch Sinn. Es gibt zwei Angriffsmuster. Das erste lässt dich alle Gegner treffen, die von dir aus auf einer geraden Linie liegen. Okay. Du kannst den Cursor auf irgendeinen setzen. Okay. Das zweite Muster lässt dich alle Gegner treffen, die auf einer Linie zwischen dir und dem Ziel liegen. Ja. Ist sogar wie das erste Muster, oder? Naja, wie auch immer. Wie im letzten Beispiel werden alle Gegner anvisiert, aber... Jetzt kommt das Aber. Wenn du diesen anwählst, wirkst du nur bis zu ihm. Ja, dann wähle ich doch lieber den letzten an, oder? Macht Sinn. Nun kannst du auch mehrere Gegner, die sich auf gleicher Höhe befinden, treffen. Okay. Hier sind sie auf einer horizontalen Linie. Also kannst du irgendeinen anwählen. Im letzten Trick bist du Zentrum des Angriffs. Dies wirkt nicht auf Gegner außerhalb der Angriffszone. Okay. Ah ja, wenn die mich hier umkreisen, die Bengel. Aber so schadest du allen Gegnern innerhalb der Zone. Das ist alles. Jetzt fühlst du dich sicherer, oder? Na, ein bisschen. Willst du meinen Rat? Okay. Du hast Talent. Du wirst mit der Zeit eine Reihe von Techs lernen. Techs sind magische Angriffe, die auch von Waffen Gebrauch machen. Du erhältst sie mit zunehmender Disziplin. Danke für den Rat. Was haben wir hier? 100G gefunden. Yes. Referat. Schaden im Kampf hören? Ja, mach mal. Manche Gegner haben Spezialangriffe. Aha. Geht's wieder los jetzt hier. Gift, LP nehmen ab. Angriffskraft geschwächt. Okay, Gift, LP nehmen ab, Angriffskraft geschwächt. Okay, macht Sinn. Langsam, zwischen den Runden vergeht mehr Zeit. Okay. Schlaf, schlechte Verteidigung, ein Treffer weckt dich wieder. Ach so, ja, natürlich. Chaos, verwirrt greifst du Freunde an. Das wird sie freuen. Ja, das glaube ich auch. Blind, du siehst nicht gut und triffst Gegner kaum. Hm? Siegel, du kannst keine Zecks einsetzen. Okay. Stopp, blockiert dich völlig. Das kenne ich, das habe ich öfter. In diesen Situationen ist deine Verteidigung herabgesetzt und du nimmst mehr Schaden. Mit Heilung oder nach Ende des Kampfes bist du wieder fit. Okay. Willst du noch mehr hören? Nein, danke. So, jetzt Ihnchen nur noch. Mit den Knöpfen L und R kannst du aus Kämpfen fliehen. Tu das ruhig, aber nur durch Kämpfe wirst du stärker. Zum Ausrüsten. Zahlen neben Schwert und Schild zeigen Angriffs- und Verteidigungskraft an. Höhere Zahl heißt mehr Kraft. Boah, was? M-Wirt? Zeigt, wie gut du magischen Angriffen wieder standhältst. Ist die zum Beispiel 10, so reduziert sich der Schaden um 10%. Okay, macht Sinn. Ein Stern bedeutet, dass du die maximale Stärke erreichst. Ein Stern bedeutet, du hast die maximale Stärke erreicht. Okay, very well. Danke für die Tipps. Und danke für die 100G. Sonst irgendwas hier? Dö. Na gut, dann gehen wir. So, da haben wir noch ein Häuschen. Ein Laden. Ach, da waren wir gerade schon drin. Stimmt ja. Dann gehen wir hier unten nochmal gucken.
Lukas Haus. Hey. Ob Luca zu Hause ist? Ist ja bestimmt auf dem Fest, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nette Musik. Nee, gefällt mir. Ah, da sitzt ja jemand. Oh, hi Chrono! Luca ist mit ihrem Vater auf Lenas Platz, um ihre neue Erfindung vorzustellen. Danke. Dann gehen wir da jetzt auch hin. Mensch, mal endlich in die Handlung hier rein, in die Story. Mal schauen, dass es mal ein bisschen abgeht hier. Schau mal kurz auf die Uhr. Ja? Da hat wieder jemand an der Uhr gedreht. Aber bis aufs Fest schaffen wir es noch. Na, jetzt geht er rein. So, das ist Lenas Platz. Und hier soll wohl richtig Party abgehen. Oh, hoppala, da kommen sie schon. Ach ja, die rennen irgendwie ein Rennen. Ja, rennen ein Rennen. Ja, gut, das war dann Folge Nummer 1 von Chrono Trigger. Das hier unten ist Chrono. Ich stelle mal hier neben diesen alten Mann, den ich nicht kenne. Chrono und der alte Mann sehen euch dann wieder in Folge Nummer 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt mir gewogen. Bis dann. Tschüss, ciao.